Go, 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 Cliff. Ah, geht doch. Cliff ist Schmied und wird ab jetzt für euch arbeiten. Das hast du gut gemacht, Fremder. Jetzt können wir unseren Waffenvorrat wieder aufstocken. So, dann können wir auch gleich mal der Rebellion helfen, indem wir mit Norris reden. Wo ist der Kerl? Cooper? Das ist der, der auch was übers Kämpfen so bringt. Ah, der ist in seiner Hütte. Mann, was willst du? Norris, da ist er doch. Was ist denn? Willst du mich im Kampf unterstützen? Ich wollte ihm eigentlich Sachen für die Rebellion geben. Also hier solche Waffenbündel. Versuch mal was mit Cooper. Joy? Lol. Zeig mir deine Ware. Wie keiner was für die Revolution tun will. Finde ich gut. Beziehungsweise eher nicht gut. Oh naja. So, wir verkaufen mal diese ganzen Kampfsperre hier. Bevor ich die wieder ewig lange im Inventory habe. Ach, der hat nur 300 Gold. Da machen wir es so. Gold ausgleichen. Hä? Ups. Ich habe gefailed. Goldausgleich, so wird das gemacht. Dann tauschen und schließen. Ah ja, okay. Gut. Wieder was dazugelernt. Ein Spaß. Wir gehen mal zum Schmied. Irgendjemand muss doch diese Waffenbündel annehmen. Die sind wichtig für die Rebellion. Vielen Dank, Fremder. Das werde ich dir nie vergessen. Nimm dies hier von mir als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ah, ich glaube, der gibt... Ah, 300 Gold. Ich habe gedacht, der gibt uns eine Waffe. Bringen wir es mal Schmieden, weil wir gucken mal, was er so als Schmied im Angebot hat. Ja, Baupläne natürlich, können wir alles nicht gebrauchen. Er hat auch 6000 Gold. Die lachen uns an. Da werden wir auch gerade mal ihm ein paar Sachen andrehen. Klingenschaden macht 75. Ist auch keins, was wir gerade selbst tragen. Das heißt, das könnten wir eigentlich verkaufen. Gehen wir auf Ausrüstung. Zwei Schilde. Ich könnte Schildblock eigentlich mal lernen. Gold ausgleichen. Habe ich schon wieder getauscht, ohne Gold auszugleichen? Ne, doch nicht. Passt. Ich dachte schon. Ich bin überlegen, ob wir versuchen, hier die südlichen Höhlen zu säubern, ob das schon funktioniert. Ich weiß es nicht. Also man kann das schon jetzt schon schaffen, aber es wäre ehrlich gesagt sinnvoller zu warten, bis man ein bisschen höher gelevelt ist. Die andere Seite ist, es ist eine Quest, die zu Red auch gehört. Dann hätten wir die vollen 100 Rufpunkte. Ich schau gerade mal. Da wollte ich nicht hin, hier eigentlich auch nicht. Das ist der Skill Dingens. Hier wollte ich eigentlich hin auf die Weltkarte, und zwar nach Redoc. So, wir haben 60 Rufpunkte. Ich glaube, es fehlen uns noch 15, also den einen Auftrag hier mit Säubern sie die Höhlen südlich von Redoc. Das müssten wir noch machen, oder hinten ist ein Goblin, damit wir hier genug Rumpfpunkte, Einflusspunkte haben, damit diese Region sozusagen befriedet ist. Müssten wir das noch machen. Ist übrigens Tag 2 in Meltana. Wen wundert, sie haben das LPA ist angefangen. Wie schon gesagt, ich versuche nicht so oft mich ins Bett zu legen und zu saven, wie ich das sonst eigentlich mache. Außer ich will unbedingt was im Hellen sehen, dann schon, ansonsten versuche ich es in Echtzeit durchzuspielen. Wir gucken einfach mal. So, den ersten Goblin habe ich schon nicht getroffen, weil wir haben einfach noch nicht den nötigen Bogenskill. Wow, sehen schon putzig aus. Also ich konnte mal eine ganze Zeit lang sehr gut in Gothic 3 mit dem Bogen so umgehen, dass wenn die Gegner zum Beispiel jetzt gerade so zurückweichen, dass ich im Rückwärtslaufen ihn noch voll in den Kopf reingeschossen habe. Aber den Skill müssen wir uns erstmal wieder aneignen. Ich habe es ein paar Jahre nicht gezockt. Das merkt man bestimmt auch. So, Gold. Was haben wir hier noch schönes? Knüppel. Oh, da war noch ein Pfeil. Also ich bin eigentlich nicht so ein Typ, der viele Pfeile verschwendet. Gerade in Gothic macht es mir eigentlich sehr viel Spaß, immer wieder die Pfeile, die ich schon verschossen habe, wieder aufzuheben, wenn man sie dann aufheben kann. Ich liebe das. Was cool ist beim Bogenschießen Gothic 3, man muss halt den Flugbogen, den Flugwinkel gut einschätzen können. Das heißt, umso weiter der Gegner weg ist, umso höher muss man ein bisschen mit diesem weißen Fadenkreuz zielen, damit der Pfeil auch sein Ziel trifft und gut platziert ist. Das ist richtig cool gemacht. Auf die Entfernung, wie wir jetzt gerade kämpfen, ist es natürlich keine Kunst, den Gegner zu treffen. Aber draußen in der Prärie gegen wilde Tiere oder später gegen die Horden von Orks ist es natürlich von Vorteil, wenn man die Bogenschießkunst gut beherrscht, sage ich mal. Oh, da hinten ist ein Varan. Ich glaube, den ist noch nicht so einfach zu töten. Ich würde mal mit Vorsicht an den Land treten.
Aber erstmal speichern. So, machen wir jetzt einen neuen Speicherplatz. Ja, komm. Speicher, Speicher. Habe ich nicht gespeichert. Ah, ich mache einfach nochmal. So, dann zucken wir den Bogen und versuchen mal den Feuerball dann auszuschalten. Wobei ich glaube, der ist noch einfacher als die Minecrawler. Das ist aber ein normaler Ballon, ist gar kein Feuerballon, ich habe mich verlesen. Autsch. So. Das ist ja auch Geschichte. Aber irgendwas war in den Höhlen, was mir sehr viel Angst und Schrecken macht. Also wenn man jetzt gleich da vorne den Weg hochgeht, ich glaube, da kommen die ersten Minecrawler. Bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher, wenn ich ehrlich bin. Wie gesagt, ich habe schon ein bisschen länger nicht gezockt. Man hört es auch schon da um die Ecke, das sind irgendwelche Tiere. Ich meine mich auch erinnern, sie können das sein, Minecrawler. Wir haben unten unser Ausdauerbalken essen, ist ein Klau geworden. Ich weiß nur gerade nicht, wo dann das liegt. Ah ja, einen besseren Bogen braucht man natürlich auch ein bisschen Jagdgeschick für. Das ist noch eine Truhe. Knacken wir uns auch mal eben schnell. Ah, hier haben wir einen Teleporter nach Reddock gefunden. Sehr schön. Da müssen wir uns nicht immer herlaufen, da können wir uns den Weg direkt hierher bahnen. Hier liegt noch ein Pfeil, den ich eben selbst erschossen habe. Okay, und hier links von uns scheint schwer was los zu sein. Ich werde auch gleich erstmal gucken, ob ich den besser geskillten Bogen anlegen kann. Ah, wir sollten vielleicht mal pennen, weil dieser graue Ausbaudauerbalken ist normalerweise gelb. Und zeigt an, wie oft wir noch schlagen können, ohne erschöpft zu sein. So, Morgentau, das sind eigentlich die gleichen Pilze, die man schon im ersten Gothic-Teil findet, in den in alten Mine zum Beispiel findet man die sau oft. Achso, ich wollte ins Inventory. Fast schon wieder vergessen. Zwar wollte ich mal schauen, was das für ein Bogen war. Das aktuelle macht Geschossschaden 45, benötigt Geschick 80. Okay, das ist ein schlechter Bogen, den wir da gefunden haben. Also kein guter Tausch. Wir haben noch 117 Pfeile, ich muss ein bisschen sparen. Ich wollte mal kurz ins Inventar gehen, in die Einstellungen. Steuerung, Tastatur angepasst. Ich wollte mal eben schnell gucken, was die Schnellspeicherfunktion ist. Bevor ich das wieder vergesse. Springen, schleichen, vorwärts, rückwärts. Kameraposition, Rückverwandlung, Charakterübersicht. Sofort laden, sofort speichern ist F5. Das wollte ich nochmal eben schnell nachgucken. Versuchen wir das gerade mal. Zumindest hält das Spiel an. Das sieht schon mal gut aus. Ja, das funktioniert spiegelsichert. Sehr schön. Och nee, ich muss mal die Fackeln aus dem Inventar rauspacken. Jetzt habe ich gleich meine letzte Fackel verschwendet, weil ich es nicht raffe, dass ich die Fackel wegstecken muss. Das ist sehr dumm und ärgerlich. Na komm schon, mein kleiner Süßer. Knuffi war dann. Also Gegner werden wir in Gothic 3 genug finden zum Töten. Daran soll es echt nicht liegen. Wir werden eine Menge Action haben. Oh, lustige Steidachs, da freuen sich die Händler wieder. So, ich könnte eigentlich mal ein bisschen sprinten. Ein bisschen schneller die Pilze aufsammeln. Also ich bin ja so ein Jäger und Sammler. Wenn ich Sachen sehe, dann hebe ich sie sofort auf in solchen neuen Spielen. Das ist ein wesentlicher Bestandteil von solchen Spielen. Manche mögen das nicht, sagen immer, oh, das ist so ätzend, da muss man da stehen bleiben, da was sammeln, da was aufheben. Muss man nicht, aber es macht halt Sinn. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der viele Tränke und sowas selber herstellt. Das ist nicht wiederum nicht so mein Part, so den Alchemist zu mimen. Ich kaufe mir immer meine Tränke eigentlich, die ich brauche. Aber so an sich, so die Sachen so sammeln und so, das macht mir eigentlich ziemlich viel Bock. Vor allem gerade in Gothic sollte man manchmal Sachen mitnehmen, die man eigentlich auf den ersten Blick nicht braucht. Die dann später auf einmal sinnvoll sind, weil irgendjemand Fleisch sucht oder Brot oder Werkzeuge. So, hier haben wir das erste Mal zwei Gegner gleichzeitig, zwei Valane, ich glaube sogar drei. Die auch direkt natürlich angreifen. Ne, drei sind sogar, habe ich doch nicht gesehen. Es ist auch noch kein Feuerballan dabei. So, ich darf jetzt nicht mehr allzu viele Pfeile verschießen, weil ich habe nur noch 100. Jetzt habe ich wieder 101, weil ich den einen Pfeil wieder aufgehoben habe.
Man hört auch schön an dem, wenn man den Bogen spannt, das hört man schön. Man hört, weiß genau, wie weit die Zähne des Bogens gespannt ist. Ich finde das richtig gut umgesetzt. Das ist richtig cool gemacht. Bei den meisten modernen Spielen heute sieht man, wann der Bogen bis zu Ende gespannt ist und man weiß genau, wann man loslassen muss, um den meisten Schaden zu verursachen. Zum Beispiel, perfekte Beispiel ist Arcania, was ich jetzt zu Ende gespielt habe. Dann hat man solche drei Punkte innerhalb des Bogens und weiß immer, wie weit der Bogen angespannt ist, beziehungsweise wie viel Schaden der Pfeil anrichten wird, wenn man ihn so loslässt, abfeuern lässt. Und das hat man halt hier nicht, hier muss man ein bisschen nach Gehör spielen. So, jetzt zum Beispiel, wenn das Geräusch weggeht, dann ist der richtige Zeitpunkt, den Bogen loszulassen, dass der Pfeil losfliegt, weil dann macht man den meisten Damage. Ist der Bogen am weitesten angespannt. Macht auch eigentlich Sinn. So, sehr schön. Aber wie gesagt, ich finde es gar nicht so schlimm, dass wir jetzt erstmal hier die Höhlen säubern. Das haben wir dann schon mal geschafft und wir können Redhawk eigentlich schon so ziemlich abhaken. Es gibt noch ein, zwei Aufträge, die man noch machen kann. Zum Beispiel lassen wir den Waffenbündel für die Revolution. Könnte man mal machen und diese eine Patrouille niederschlagen. Dieser Auftrag gehört auch zu Redhawk. Die drei, die wir eben getroffen haben, die Orks, die gehören zu Khabdun. Also von den Aufträgen her wird, dass man Luftpunkte bekommt. Das wird bei Redhawk gut geschrieben und diese eine Patrouille, die vor Adea liegt, zeige ich euch noch. Da ist so eine Dreiergruppe Orks, bei so ein paar Ruinen, sitzen an so einem Lagerfeuerchen. Die gehören noch zu Adea oder zu Redhawk. Ich glaube mehr zu Redhawk. Bin ich sicher, weil Adea. So schwer. So, schwere Schlösser zu knacken, das Talent haben wir noch nicht erlernt. Könnt ihr auch im Talentbaum, kann ich euch das gerne mal zeigen, das haben wir noch nicht. Das dauert dann eine Weile, bis wir schwer drin knacken. Also ich war mal, was heißt so verrückt, ich bin ein Gothic-Fanatiker, ich war mal so verrückt. Ich habe mir solche Truhen wie hier, die zum Beispiel direkt am Anfang des Spiels schon aufgeschrieben, dass ich später, wenn ich das Talent erlernt habe, nochmal zurückgehe und die nochmal plündere. Aber das will ich euch jetzt nicht antun. Jetzt werde ich mal irgendwelche Notizen machen. Ich werde es versuchen, blind durchzuspielen. Beziehungsweise ich spiele es einfach blind. In der Hoffnung, dass es mir einfach gelingt, dass wir ziemlich viel des Spieles aufdecken beziehungsweise ziemlich viele Sachen entdecken werden und viele Orte erkunden werden. Zack. Kümmern wir uns erstmal um den nächsten Varan. Wow. So, das war genau der richtige Moment, wo ich hätte zurückgehen müssen, aber wieder mal gedacht habe, komm, wir hauen einfach weiter auf den Gegner drauf. Der Held kämpft auch ein bisschen träge gerade, weil ich echt mal schlafen sollte. Das ist cool an Gothic 3, es ist echt sinnvoll ab und zu mal zu schlafen, aber ich mach's nicht so gerne, weil dann laufen so viele Tage in Myrtana auf das Speicherkonto. Jetzt im Moment steht ja noch Tag 2 in Myrtana da, weil ich finde, es macht cooler, das so ein bisschen wie in Echtzeit durchzuspielen. Dann sieht man am Ende des Spiels, oh, da ist der Crawler. Und der ist sehr stark, das heißt, ich werde jetzt erstmal laufen. Ich weiß gar nicht, ob wir Minecrawler schon töten können. Das sind diese Biester, wo der eine Wächter davon gesprochen hat, den wir in der Arena auch besiegt haben. So, jetzt werde ich definitiv die Beine in die Hand nehmen. Boah, die Geräusche, das sind gruselig, die Minecrawler machen. Also mit dem Rücken zur Wand gegen einen Minecrawler zu kämpfen, das ist blanker Selbstmord. Wenn die am Anfang mit den Klauen zu hacken, dann war's das. So geht es noch. Mal schön ausweichen kann. So, säubern Sie die südlichen Inseln, leveln ab. Südlichen Inseln, ja, das wäre schön. Ich meine die südlichen Höhlen von Redhawk. Und ich glaube definitiv, dass jetzt Redhawk befriedet ist. Ich muss mal schauen ins Inventory. Ich glaube aber schon Redhawk 80 Luftpunkte. 75 braucht man glaube immer, damit die Region befriedet ist. Wir haben sogar jetzt eigentlich mehr geschafft. Natürlich cool, wenn man 100 oder mehr als 100 Punkte in einer Siedlung schafft. Das macht natürlich was her. Gerade wenn man Gothic so sehr liebt, dann macht das schon Spaß, wenn man da über 100 Punkte stehen kann. Schwere Truhe, ich weiß nicht, ob ich die öffnen kann. Das hier neben uns ist schwere Schlösser knacken. Hier ist eine Assassinenklinge. Die werden wir in Myrtana in Mittelland selten finden, diesen eher im südlichen Teil der Karte anzutreffen. Was ich sagen wollte, hier vorne, wenn wir jetzt hier weitergehen, kommen wir direkt am Strand raus. Oder zumindest in der Nähe des Strandes. Kann ich euch gerade mal zeigen. Ah, die Sonne geht gleich auf. Sehr schön. Das gefällt mir.
Tag 2 in Methana, es ist 2:45 Uhr morgens, beziehungsweise nach dem nächsten Speichern, bitte schön.